Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch und es wird Zeit, unsere Königsindisch-Videos weiter voranzutreiben und da weiter unsere Theoriearbeit zu machen. Genau natürlich auch wie den Königsindischen Angriff, das werden wir in nächster Zeit auch machen. Aber heute geht es erstmal weiter mit dem Königsinder und zwar speziell mit der Variante 6. Springer BD7. Wir gucken einmal die typischen Züge, kennen wir ja bereits, ne? D4, Springer F6, C4, G6, Springer C3, Läufer G7, E4. Hier wisst ihr vielleicht noch, kann Schwarz auch mit kurzer Rochade zuerst spielen, bevor er D6 spielt, weil weißes E5 nicht so gut ist. Aber auch D6 direkt ist natürlich möglich. Und nach Springer F3, kurze Rochade, Läufer E2. Gibt es halt hier die Möglichkeit für Schwarz E5 zu spielen. Ne? Dann kommen wir in die Hauptvariante des Königsinners rein. Und da habe ich ja schon euch die Abtauschvarianten vorgestellt, wie Weiß da eventuell dann das schnell relativ vereinfachen kann und es dann für Schwarz vielleicht auch schwierig sein kann, manchmal auf Gewinn zu spielen. Und von daher wurde unter eines der Videos dann auch der Kommentar gepostet, ja, Kanzler, kann man denn hier nicht Springer BD7 stattdessen spielen, um diese ganzen Abtäusche und alles zu vermeiden und gegen schwächere Spieler dann einfach anders zu spielen. Das könnt ihr natürlich machen und wir wollen uns hier einmal die Unterschiede jetzt auch zunächst angucken zu der eigentlichen Hauptvariante. Und da gibt es ein paar Dinge, die wir uns relativ schnell erschließen können und die ich besonders wichtig finde für euch auch in Bezug auf Eröffnungen, um Eröffnungen wirklich etwas besser zu verstehen und die Unterschiede zwischen manchen einzelnen Zügen besser zu erkennen. Schauen wir uns das einfach mal an. Und zwar nach Springer BD7, kurze Rochade, E5. Wenn wir uns das jetzt mit Hauptvariante vergleichen, kriegen wir hier exakt die gleiche Stellung. Das ist auch die Zugfolge, die Weiß bisher eigentlich immer wählen wird. Nur, dass unser Springer jetzt auf D7 steht, statt auf C6. Nach der Hauptvariante spielen wir hier ansonsten in dieser Stellung zuerst E5 und nach kurzer Rochade spielen wir dann Springer C6. So kommen wir in die eigentliche Hauptvariante sonst rein. Und der Unterschied ist hier ganz klar, einfach nur die Position dieses Springers. Und jetzt ist die spannende Frage, was macht das denn aus? Und hier können wir erstmal ganz logisch vorgehen und das erklärt dann auch, wie es tatsächlich in den einzelnen Varianten weitergeht. In dieser Stellung ist der Springer einfach wesentlich aktiver, hat nicht nur das Feld E5 unter Kontrolle, sondern auch das Feld D4. Und das zwingt Weiß hier relativ schnell zu einer Entscheidung, denn es gibt hier schon erste taktische Ansätze, dass man hier eventuell halt nehmen kann und dann hier dieser Läufer halt aufgeht. Und das zwingt in der Folge tatsächlich Weiß zu einer Entscheidung und Weiß kann hier eigentlich nur vernünftig D5 spielen. Er hat keine andere Alternative, er könnte höchstens noch raustauschen, aber das ist so halt, bringt das eigentlich gar nichts mehr mit den Ein Zug vorher, vor Kurzrochade, war das halt noch interessant. Nicht? Dann kommen wir in die Abtauschvarianten, die wir bereits gesehen haben. Aber so ist das gar nicht mehr attraktiv. Und deswegen wird er hier halt zu D5 gezwungen. Das Problem nach Läufer E3 ist, dass wir jetzt halt genug Druck auf den D4 haben. Hier kann man halt Turm E8 spielen, das muss man einmal wissen. Und jetzt droht halt hier im Prinzip zu tauschen. Und dann würde man halt genug Druck auf den E4 haben. Und wenn man jetzt sich zu D5 entschließt, dann ist es tatsächlich schon zu spät, dann kann man hier sehr schön als schwarzer Springer D4 direkt spielen und kann sich hier einer Figur entledigen und diese Stellung ist relativ bekannt, die Variante existiert schon ganz lange und gilt halt als problemlos ausgeglichen für Schwarz. Hier hat man keine Schwierigkeiten, Weiß kann hier halt nicht vernünftig den, oder kann natürlich versuchen hier den hier wegzunehmen, aber dann fällt halt auch der Bauer auf E4. Und auch diese Abtausche hier sind alles kein Problem, denn nach Dame D4 Schach kann Schwarz hier ganz bequem Dame F6 spielen und hat hier in dieser Variante keinerlei Probleme. Das Endspiel kann sogar relativ schnell besser sein für Schwarz, wenn Weiß hier nicht genau weiß, was er macht und nicht aufpasst. Und das ist halt der Vorteil dieser Variante, wenn man halt das mit dem Springer auf C6 spielt. Schauen wir uns jetzt die Variante mit Springer D7 an und die Dinge, die daraus entstehen.
Also, Weiß spielt so oder so trotzdem kurz Rochade. Und nach E5, wie gesagt, erreichen wir erst einmal die Stellung, nur dass der Springer halt auf D7 steht. Welchen Unterschied hat das jetzt? Ja, der Springer hat halt einfach keinen Druck auf das Zentrum, da guckt er halt nicht hin. Stattdessen guckt er halt auf das Feld C5, was sehr interessant ist. Und deswegen sollte Weiß hier auch nicht so einfach D5 tatsächlich spielen. Denn wenn er hier tatsächlich D5 spielt, dann war das aus schwarzer Sicht ganz erfolgreich. Dann könnt ihr hier einfach Springer C5 zum Beispiel spielen, macht gleich Druck auf den E4, ne? Der hängt jetzt direkt, muss irgendwie verteidigt werden. Logisch wäre hier Dame C2, ne? Die Dame geht schon mal von der Grundreihe, das kann man die Türme später verbinden, aber jetzt kann Schwarz hier sehr gut einfach A5 spielen. Und das verhindert jetzt das weiße B4, ne? So dass der Springer hier halt befestigt wird und nicht so einfach vertrieben werden kann. Und hier steht man eigentlich schon sehr, sehr angenehm als Schwarzer. Hier hat man keine größeren Probleme. Man muss noch ein bisschen gucken, wie man genau weiterspielt. Logischerweise der Zug wäre jetzt zum Beispiel hier Läufer G5. Ne? Da steht er gut. Der wird aber hier einfach vertrieben mit H6. Und nach Läufer E3 behauptet Weiß halt im Prinzip, dass ihm dieser Zugeinschub ganz gut war, weil das hier eventuell mal ein Angriffsziel sein kann in manchen Varianten. Und hier sollte Schwarz jetzt ein bisschen aufpassen, denn man muss mal gucken, wenn man hier mit dem Läufer schlägt, dann ist Schlagen mit dem D-Bauern meist nicht so gut von der Struktur her. Von daher würde ich euch hier auf jeden Fall B6 jetzt empfehlen. Dann könnt ihr halt tatsächlich immer mit dem B-Bauern schlagen, wenn das denn passiert. Und dann habt ihr nicht das Problem, dass der E5 hier irgendwie zur Schwäche neigt oder ähnliche Dinge. Und ja, hier könnt ihr Weiß halt mit Springer D2 zum Beispiel weiterspielen. Und hier hat Schwarz dann mehrere Züge, die er irgendwie spielen kann. Aber hier hat er, wie gesagt, grundsätzlich nicht so viele Probleme in dieser Variante. Das läuft halt schon im Gegensatz zu dem, was wir sonst beim klassischen Königsinter kennen, hier alles wesentlich positioneller ab. Und das werden wir auch in allen anderen Varianten sehen, dass Springer D7 sowieso wesentlich positioneller ist. Das liegt einfach daran, weil wir Weiß nicht zu D5 direkt zwingen können und diese ganzen Abschottungen hier nicht passieren. Also das, was wir hier jetzt sehen, dass Weiß freiwillig D5 zieht, das wird eigentlich so oder sollte normalerweise nicht passieren, dass er das so freiwillig und unprovoziert macht. Und dementsprechend haben wir auch nicht die Möglichkeit, das normale Spiel am Königsflügel aufzuziehen. Beziehungsweise, selbst wenn es halt passiert, so wie wir es hier jetzt hatten, zeigt sich halt relativ schnell, dass es für Schwarz nicht sinnvoll ist, jetzt den Normalplan im Prinzip zu spielen und versuchen hier mit F5 und so anzugreifen. Denn wir werden das Problem haben, dass dieser Springer zwar hier gut steht, um halt das weiße Spiel irgendwie zu verhindern, für eine gewisse Zeit, bis Weiß das vorbereitet hat, aber dieser Springer tritt sich halt mit dem Springer auf den Füßen und deswegen würde der Springer Probleme haben, da irgendwann mal zum Angriff mit dazu zu kommen. Wer königsindisch die Hauptvariante so ein bisschen kennt und so ein bisschen weiß, der weiß, was ich hier an der Stelle schon meine. Alle anderen, ihr werdet es dann irgendwann verstehen, wenn wir uns mit dem königsindisch Hauptvarianten beschäftigen. Dann seht ihr, wie nützlich dieser Springer auf E7 dann tatsächlich ist und wie der zum Angriff mit dazukommt. Und das würde hier halt von der Koordination der Figuren sehr, sehr schwierig werden, weil die Springer sich einfach auf den Füßen treten. Die müssten sich irgendwie umgruppieren und ja, das wäre alles nicht so leicht. Stattdessen wählt man hier dann halt in dem Fall positionelle Wege. Ja, aber das ist wie gesagt nicht das, was Weiß hier tun sollte, sondern Weiß sollte halt nicht so einfach D5 spielen, hat aber jede Menge andere Züge, die hier halt Sinn machen, die seine Stellung verstärken. Gucken wir uns das der Reihe nach an. Fangen wir hier an mit Turm E1. Ein, ja, logischer Zug, der öfter mal gespielt wird. Der Turm geht hier schon mal in die E-Linie potenziell, um halt E4 oder E5 oder irgendwas da schon mal unter Kontrolle zu bringen. Und Weiß plant im Weiteren Läufer F1. Der Läufer tut auf E2 sowieso nicht direkt was, geht deswegen nach F1 zurück, macht dem Turm halt Platz. Und Weiß behauptet, das wäre halt eine sinnvolle Umgruppierung. Schwarz sollte hier C6 spielen, das ist sowieso ein nützlicher Zug, den er ohnehin machen wird in fast allen Varianten. Um weiterzuspielen, um halt das Feld D5 und B5 auch unter Kontrolle zu bringen, dass der Gegner da keinen Mist macht, eventuell mal die Dame hier nach C7 rauszubringen. Und das macht er eigentlich ohnehin.
Und wenn Weiß jetzt hier seinen Hauptplan spielt mit Läufer F1, dann könnt ihr hier ganz gut auf D4 nehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier A5 zu spielen. Das würde ich euch aber nicht empfehlen, weil ich schlägt der eigentlich schon direkt ziemlich gut ist aus meiner Sicht. Und nach Springer schlägt D4 könnt ihr hier sehr schön Springer G4 spielen. Das wäre hier meine Empfehlung für euch. Der Gedanke ist, dass der Läufer hier jetzt den Springer angreift und parallel Schwarz jetzt droht, auf den schwarzen Feldern hier Rabatt zu machen. Entweder durch das Manöver Dame F6, was dann hier F2 oder D4 angreift, oder auch Dame H4, wenn es zugelassen wird. Das wird natürlich direkt F2 und H2 angreifen. Oder halt auch den Zug Dame B6. Das sehen wir zum Beispiel nach H3. Würde man hier als Schwarzer tatsächlich Dame B6 spielen und diesen Angriff hier komplett ignorieren und dafür hier den Springer auf D4 angreifen. Und das könnte jetzt typischerweise auch tatsächlich weitergehen mit H schlägt G und Dame schlägt D4. Und ja, das ist eine sehr interessante Stellung. Das kann man sich dann nochmal tiefer natürlich angucken, aber das ist eine Stellung, die sich für Schwarz eigentlich ziemlich gut spielen lässt. Man hat zwar jeden rückständigen Bauern, aber man hat hier jede Menge Aktivität mit seinen Figuren, hat hier schöne Posten, die man besetzen kann. Und ist eigentlich eine recht hübsche Stellung aus schwarzer Perspektive. Weiß kann natürlich hier auch direkt diesen Springer wegschlagen und nach Läufer schlägt D4 dann weiterspielen. Aber auch das ist eigentlich ganz guter Tausch für Schwarz. Schwarz hat einfach deutlich weniger Raum. Ne? Weiß hat wesentlich mehr Raum eingenommen mit E4 und C4. Und da ist es grundsätzlich für denjenigen, der weniger Raum hat, immer ganz angenehm, zumindest ein Figurenpaar irgendwie runterzutauschen. Das ist hier durch dieses Manöver passiert und das kommt Schwarz in der Folge sehr zugute, weil es für die anderen Figuren jetzt einfacher ist, Plätze zu finden. Ne? Der Läufer hat hier sowieso verschiedene Felder, die gut sind. Ne? Auf D4 stände er gut, E5 oder G7 wären auch gute Felder. Der Springer von D7 findet hier auch schöne Felder, wo er Platz nehmen kann. Und der Läufer von C8, ja, bleibt halt entweder eine Zeit lang da oder kommt vielleicht mal auf E6 oder so zum Tragen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier für Schwarz auch schon nicht so eine problematische Stellung. Das lässt sich hier ganz gut spielen. Was hier typisch wäre, wäre jetzt zum Beispiel noch Läufer E3. Das könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz gucken. Und diese Läufer möchte man natürlich nicht tauschen. Aber hier kann man mal den Zwischenzug Springer C5 ins Auge fassen. Ne? Das greift jetzt hier die Dame einmal an. Und wenn die Dame jetzt wegzieht, einfach Läufer E5. Der Läufer steht hier ganz gut. Stabilisiert jetzt auch den Punkt D6. Vor so Manövern wie Läufer C5 muss man hier keine Angst haben. Denn in solchen Stellungen hat man zwar das Problem der Bauernstruktur, aber dieses Läuferpaar wird hier einfach bärenstark. Und deswegen braucht man hier vor solchen Abspielen keine Angst haben. Und ansonsten hat Schwarz ja auch keine direkten Probleme. Wenn Weiß irgendwann mal mit F4 kommt, mit der Idee, den Läufer zu vertreiben, um auf den Punkt D6 drauf zu gehen, dann muss halt immer damit rechnen, dass E4 bei ihm selber zum Problem wird und zur Schwäche wird. Das ist dann sehr dynamisch immer zu behandeln, aber sollte grundsätzlich erstmal kein Problem sein für den Schwarzen. Jawohl, das so dazu, zu der Variante hier, wenn man halt hier Turm E1 spielt. Ansonsten gibt es auch hier noch den Plan mit Dame C2 tatsächlich zu spielen. Auch das kann man hier machen. Ist halt ein bisschen flexibler an der Stelle. Ne? Die Dame soll sowieso von der Grundreihe weg, überdeckt hier provisorisch halt schon mal E4 und theoretisch werden halt, wenn der Läufer gezogen ist, auch die Türme schon mal miteinander verbunden. Schwarz sollte hier C6 spielen, wieder erstmal, auch den ist ein Zug, den er sowieso immer machen wird. Und jetzt kann Weiß halt hier versuchen, Turm D1 zu spielen statt Turm E1. Und jetzt steht halt der Turm steht schon mal der Dame gegenüber. Der Turm guckt halt potenziell schon mal auf das Feld D6, was eventuell immer ein Loch ist. Entweder weil Weiß selber schlägt und dann versucht, das Feld auszunutzen. Oder wenn Schwarz schlägt, so wie wir es eben gesehen haben, ist es natürlich auch, dass das hier ein rückständiger Bauer ist. Von daher macht der Turm dort auf jeden Fall Sinn.
Hier sollte Schwarz einfach mit Dame E7 reagieren. Ne? Die Dame geht zum einen dieser Gegenüberstellung schon mal aus dem Weg und verteidigt jetzt hier auch das Feld D6 schon einmal. Und jetzt hat Weiß auch wieder diverse Möglichkeiten, diese Stellung hier weiterzuspielen. Aber wie gesagt, ihr seht hier schon von vornherein, dass dieser Ansatz mit Springer BD7 ein ganz anderer ist als die eigentlichen Hauptvarianten, weil das Zentrum halt nicht geschlossen wird, das Zentrum so halt stehen bleibt. Es ist übrigens nicht ganz klar, ob und wann Weiß eventuell trotzdem D5 spielt. Jetzt zum Beispiel hat Schwarz einige Züge gemacht, die er im normalen Königsinder nicht machen würde. Also er würde zum Beispiel im normalen Königsinder nie Dame E7 machen oder nie C6 machen. Und Weiß hat versucht, hier schon mal ein paar sinnvolle Züge einzustreuen. Und das führt immer zu der interessanten Diskussion, ob Weiß in diesen Stellungen jetzt nicht irgendwann D5 machen sollte. Zum Beispiel ist es hier in dieser Stellung jetzt tatsächlich schon wieder der Hauptzug. Liegt einfach auch daran, weil er jetzt wesentlich besser vorbereitet ist. Er hat die Dame schon hingestellt, die Dame überdeckt schon E4 und jetzt würde ein Zug wie Springer C5 zum Beispiel einfach gar nichts bringen, denn hier könntet ihr den Springer direkt wieder mit B4 vertreiben und man kann natürlich diskutieren hier noch Springer A6 oder sowas, aber auch das macht natürlich wenig Sinn, da könnte man einfach vielleicht Turm B1 spielen oder so und das, ja, macht natürlich hier nicht wirklich viel Sinn aus schwarzer Perspektive, sich auf sowas hier einzulassen. Und von daher könnte man das hier schon ganz gut machen als Weißer. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ob hier sowas zum Beispiel schon eine positionelle Drohung ist, weil das hier dann eine Schwäche wird und solche Sachen. Wahrscheinlich sollte Schwarz hier direkt einfach C5 gegenspielen. Aber auch jetzt haben wir wieder hier ganz andere Struktur und das geht hier auch wieder wesentlich positioneller zu. Und geht nicht ganz so mit Königsangriff, wie wir das sonst kennen. Wobei hier jetzt vielleicht schon wieder, aber ja. Ihr seht, es sind grundsätzlich alles ganz andere Varianten. Also wenn ihr tatsächlich Springer BD7 spielen wollt, so oder so, dann müsst ihr euch damit nochmal direkt auseinandersetzen. Und es hat halt wenig mit dem typischen Königsangriff, den man vom Königsinner so gewohnt ist, zu tun. Ja, das ganz kurz zur Variante Dame C2, dann haben wir hier noch den eigentlichen Hauptzug, den wir uns nochmal angucken sollten, der am häufigsten gespielt wird, das ist dann hier Läufer E3, das macht natürlich Sinn, ne? Der entwickelt die letzte Leichtfigur, übernimmt weitere Kontrolle über das Feld D4, der Läufer, ja, kommt eigentlich sowieso immer her, steht hier eigentlich ganz gut, ich gucke dann auch später schon mal Richtung C5 und solche Sachen und das macht hier auf jeden Fall Sinn. Schwarz hat ja verschiedene Züge theoretisch hier zur Auswahl. Man kann hier Turm E8 zum Beispiel spielen, nicht? Mit der Idee, den Turm hier halt wieder ins Spiel zu bringen und schon mal theoretisch auf E4 zu gucken. Und hier sollte Schwarz Weiß wahrscheinlich jetzt auch schon wieder D5 spielen. Aber jetzt ist halt die Frage, ob dieser Turm auf E8 halt wirklich sinnvoll steht. Im Gegensatz zur anderen Variante, die wir vorhin geguckt haben mit dem Springer auf C6, hat der Turm auf E8 halt Springer D4 ermöglicht. Das ist jetzt aber nicht der Fall und damit stellt sich halt auch die Frage, ob das jetzt hier aus schwarzer Sicht tatsächlich so sinnvoll ist, weil dieser Turm hier jetzt völlig deplatziert steht und ja, eigentlich müsste Schwarz jetzt tatsächlich doch wieder versuchen, hier vielleicht mit F5 oder so zu spielen, aber dann müsste der Turm natürlich auf die F-Linie, hätte man jede Menge Zeit verloren. Und bin ich nicht davon überzeugt, dass das hier aus schwarzer Perspektive wirklich gut ist. Ich würde euch hier C6 raten an dieser Stelle. Einfach weil der Zug universeller ist und das der Zug ist, den ihr ohnehin braucht in dieser Variante. Und jetzt kann Weiß hier entweder mit Dame C2 auch wieder abwarten oder jetzt, wo man halt C6 gespielt hat, dann halt doch D5 machen und halt behaupten wieder, dass Läufer E3 hier ein sinnvoller Einschub war. Und ja, hier könnte Schwarz auch wieder das mit, oder sollte vielleicht sogar das mit C5 hier wieder abriegeln. Und dann kommen wir wieder zu einer ganz anderen Stellung, wo ganz andere Möglichkeiten auch wieder da sind als im typischen Königsinder.
Ich weiß, hat halt, Schwarz hat es halt hier geschafft, C5 zu spielen. Das ist einerseits gut natürlich, weil Weiß dann nicht so einfach C5 machen kann und die Struktur ein bisschen solider ist. Auf der anderen Seite gibt es andere Probleme, weil man hier andere Löcher hat, die zu bekämpfen sind. Der D6 ist immer jetzt ein größeres Problem, wenn der mal irgendwie angegriffen wird. Jetzt natürlich nicht ganz so plump hier wie Springer B5, aber sowas in der Richtung. Und ja, Weiß wird hier versuchen, dann den Damenflügel aufzubrechen. Wird hier wahrscheinlich mit A3, B4 irgendwann mal anrennen. Und ja, Schwarz muss halt ein bisschen gucken, was er macht. Eventuell kommt er auch irgendwann wieder mal mit F5. Aber ja, das funktioniert ja alles ein bisschen anders, als man das so von den klassischen Königsinnern gewohnt ist. Ja, und das soll es hier schon als Überblick für die Variante gewesen sein. Hier gibt es nicht ganz so viele konkrete Varianten im Gegensatz zum klassischen Königsinner. Das liegt einfach daran, dass das hier ein sehr viel, ja, wie gesagt, positioneller Kampf ist und daher nicht immer ganz so konkret tatsächlich ist im Gegensatz zu den anderen Hauptvarianten. Also müsst ihr für euch gucken, grundsätzlich gibt es objektiv gegen die Varianten nicht einzuwenden, wurden auch auf höherem Niveau immer mal wieder gespielt, also ihr könnt das definitiv spielen, wenn ihr das denn wollt, muss jeder für sich halt mal ausprobieren. Ich persönlich spiele den Königsinner eigentlich hauptsächlich, um tatsächlich diese Angriffsstellungen rauszukriegen, wie wir das beim königsindischen Angriff und so auch gesehen haben, um da wirklich anzugreifen, den Gegner matt zu setzen. Das ist das, was mir an diesen Varianten mit am meisten Spaß macht. Und dementsprechend würde ich eher nicht dazu greifen, das auf diese Art und Weise zu spielen. Aber objektiv spricht ja nichts gegen, ist dann am Ende des Tages eure Entscheidung. Solltet ihr irgendwie noch Fragen dazu haben, gibt es noch Varianten, die nicht geklärt sind oder irgendwelche Dinge, die euch da beschäftigen, schreibt es mir gerne runter in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns hier bald wieder zum nächsten Thema, was für Eröffnung angeht. Bis dahin, euer Sascha.